Servus und Hallo miteinander. Ich bin's wieder, die Elisabeth Kempele aus meinem kleinen Reich. Und ich packe euch heute wieder mit meinen Femina-Sachen. Ganz viele kleine Sachen, jetzt einmal kleine Törtchen. Und ihr bekommt ja alle bei mir, wenn ihr von mir Ware bekommt, das Grundrezept oder ich schicke es einmal per E-Mail rum. Und das ist im Endeffekt ein Biskuit, wie von einem Biskuitrouladen oder einem Kuchenboden. Und dann kommt der Joghurtcreme drauf. Und die Joghurtcreme kann ich abwandeln, ob ich jetzt einen heller Joghurt nehme, zum Beispiel Kokos, oder ich nehme einen Erdbeerjoghurt und noch frische Erdbeeren dazu, das ist total wandelbar. Und ich habe beschlossen, ich mache euch heute im Endergebnis dann lauter kleine Förmchen, unsere Mini-Förmchen. Das ist zum Beispiel dieses Herzelein, dann haben wir hier einen Teddybär, die Brezel, also da kann ich auch, wenn ich es doppelt dann ausstich, einen Schmetterling machen. Mein heißgeliebtes Tränchen, das ist dann im Endprodukt eine sehr feine Form, mal ganz was anderes. Dann haben wir hier ein Gespenst oder eine Tulpe. Total wandelbar ist zum Beispiel unser Clown. Das wäre jetzt ein Clown oder eine Biene. Dann, wenn ich es so sehr nehme, dann mache ich da immer Snoopies draus. Seht ihr dann auch. Dann kann ich noch einen Schwammerl draus machen, ein Glühbirn. Für jeden Bereich mal als Gag. Gibt es da ganz viele verschiedene. Ich habe auch Vorlagen. Dann ist das unser Leggy. Da kriege ich schöne quadratische Törtchen raus. Brauche ich nicht lang rummessen mit dem Meterstab und alles. Ausstecher fertig. Das ist das Hügli, unser Dreieck. Und unser geliebter Frosch, besonders für die Kinder, kann ich auch ganz tolle Sachen machen. Also, aber jetzt machen wir erstmal die Grundmasse, weil ganz zum erst wenn alles gemacht ist, dann wird ausgestochen. Vorbereitet habe ich wie immer meine Backrahmen. Ich habe jetzt die Dauerbackfolie und den festen Backrahmen drin. Das ist halt einfach mein Liebling, das ist totale Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch die Maxi-Schnitte nehmen, die besteht halt aus 4 Teile. Die könnt ihr so weit ausfahren, wie das ist. Und halt auch gerne machen. Das ist der Vorteil von der Maxi-Schnitten. Hat auch Einteilungen her, wie groß das ihr einfüllen kann. Und ist halt beim Wegerammer Platz spannender. So schaut das Ganze aus, wenn ich es zusammenpappe. Gut. Wie gesagt, dann mache ich jetzt meine Grundmasse. Die muss ich jetzt sagen, mache ich schnell in meiner Kitchenette, weil mein Schlagkessel in der Spülmaschine ist. Da habe ich jetzt meine 4 Eiweiß drin. Die lasse ich ein bisschen anschlagen. Dann kommt der Zucker dazu und dann wird das ganz fest geschlagen. Wenn das beides fest ist, habe ich in meinem kleinen Edelstahlcup die Eigelb drin, die gieße ich nur drüber. Du hast dann mit dem Hardliner oder mit dem Softliner unter ihm. Das ist unser Hardliner, der ist starriger und fester, kompakter. Und das ist der Softliner. Danach siebe ich noch das Mehl drüber. Und da ist noch Puddingpulver drin. Also ein Päckchen Vanillepuddingpulver ist jetzt in meinem Müllermeister-Mehlsieb drin. Und 40 Gramm, nein, Entschuldigung, 40 Gramm hat das Vanillepuddingpulver und 80 Gramm Mehl. Also das insgesamt wieder 120 Gramm ergibt. Ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 80 Gramm Mehl. Beim dunklen Teig nehmt ihr einfach Schokopuddingpulver. Nehmt ihr dann nicht das hochwertigste mit Schokoflocken drin, weil ich sieb's dann durch und dann habt ihr im Sieb die ganzen Schokoflocken. Das muss jetzt beim Teig nicht unbedingt sein. Gut, ich bereite es jetzt mal so weit vor und dann geht's gleich weiter. Jetzt geht's wieder beim nächsten Schritt weiter mit unseren Mini-Formen, die ich euch zeigen will. Und als erstes haben wir jetzt einen Teig, beziehungsweise den gebackenen Teig von der Folie runter. So schaut er aus, denn ich will ja nachher dann halt mit den Ausstecher da durchstechen, wenn die Füllung noch drauf ist, und dann ist es besser, wenn die Folie weg ist. Das ist wieder wie gehabt. Da könnt ihr euch sowieso das einfach so hochnehmen, an Rost weg. Und die Teige halten viel aus, und der, selbst wenn er jetzt beim Runter da brechen hat oder was, dann kann ich den wieder so hinlegen, wie ich ihn brauche. Ich mache es jetzt hier wie immer: Folie umknicken, einen Schnittenhelfer unten drunter. Und Folie durchziehen. Das tue ich dann nachher mit dem Garnierspachtel wieder vorsichtig wieder abwischen und Folie aufräumen. So, dann schaue ich, dass der nur schön da drauf liegt. Das
ist da ein bisschen dicker gegangen. Wenn ihr jetzt hier da die Maxi-Schnitte hergenommen habt, dann könnt ihr einfach da, wo ein bisschen dicker geht vom Rand, das nachschirmen. Aber da passiert jetzt auch nicht weit. Gut, dann stellen wir kurz weg. Vorbereitet habe ich für die Füllung 2 Becher geschlagene Sahne. Dann in unseren Schlagkessel, das ganz gebannt mit dem Fuß unten drunter, kann ich nicht mehr so schräg halten, wie ich brauche. Da wird 500 Gramm Joghurt rein und 120 Gramm Zucker und 1 Becher Sauerrahm. Plus 1 Becher Fruchtjoghurt, was man halt gerne möchte. Ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr jetzt nicht so viel normalen Naturjoghurt habt, dann nehmt halt mehr Fruchtjoghurt. Im Endeffekt, dass so 650 Gramm insgesamt sind, aus welcher Masse der dann ist, ist im Endeffekt egal. Es bestimmt halt dann eine Fruchtmasse. Ich habe jetzt hier Kokosjoghurt genommen, weil ich will ja weiße Formen ausstehen und die dann verzieren. Wenn ihr jetzt eher aber die Füllung, die Joghurtcreme für eine Füllung braucht, dann könnt ihr natürlich einen Erdbeerjoghurt und pürierte Erdbeeren einmischen, genauso wie mit Himbeeren. Ich gebe dann oft noch gerne frische Himbeeren rein. Das Schnittbild einfach schön ist, wenn man den aufschneidet, dass man die frischen auch noch sieht. Ganz wie es euch gefällt, ob es Blaubeeren ist, egal was. Das ist eine Füllung, die ist einfach frisch, leicht und nicht so schwer. Und bis jetzt kommt es immer noch am allerbesten an, muss ich sagen. Dann habe ich wieder vorbereitet meine Gelatine, mein kleines Töpfchen, weil ich natürlich meine Cups belegt habe. Jetzt drücke ich die wieder aus. Diesmal sind es 9 Blatt. Wie gesagt, entweder in so einem Mikrowellengeschirr kurz vorsichtig warm machen, vielleicht 10 Sekunden mal. Oder ich mache es auch gern in so einem Töpferl oder in meine Cups auf der Herdplatte, weil dann habe ich es noch besser im Griff. Und kann gleich alles drunter rühren. Schauen, dass keine überbleibt. So, dann. Dann schalte ich da mal die Herdplatte wieder auf 1 ein. So. Oder 2, wenig, wie es geht. Die Füllung könnt ihr, also den Boden würde ich machen und die Füllung am Tag vorher. Über Nacht dann fest werden lassen und am nächsten Tag dann ausstechen. So bleiben die Kanten am schönsten und ihr bekommt das beste Ergebnis. Es geht auch, wenn ihr es jetzt in der Früh macht, am späten Nachmittag könnt ihr es auch noch ausstechen. Es ist kein Weltuntergang. So, dann gehen wir das schon mal daher. Angleichen funktioniert wieder wie immer. Ich gieße von der kalten Masse etwas in die warme, rühre mit meinem Softliner klein, kurz drunter, also vermischt es ordentlich, dass es keine Klümpchenbildung gibt. Und dann, wenn ich schon einen Teil angeglichen habe, gieße ich das alles vom kleinen Töpfchen wieder ins große, hebe die Sahne unter, verstreiche das und dann kann ich schon kühlen. Da hat den Schnittenhelfer nicht ordentlich drauf. So. Geht das sehr schnell. Ich darf jetzt nur die Gelatine nicht kochen lassen, nur auflösen. Und jetzt nehme ich das Blatt Gelatine gleich lieber wie das andere. Das dauert jetzt auch noch einen kurzen Moment. So schaut es jetzt aus, sieht man es. Und jetzt mache ich es wie vorher, also wie immer eigentlich. Ich hole mir was von der kalten Masse und das unterrühren, angleichen. So. Und dann das Ganze zurück. Und weiter rühren. Wichtig ist, dass man rührt, nicht weggeht. Und dann geht es ganz schnell. Das Klümpchen, was ihr seht, sind vom
Kokosjoghurt, jetzt nehmen wir meinen größeren Softliner. Und dann, wenn ich eh schon merke, das zieht gut schnell ab, dann kann ich schon einen Teil von der Sahne drunter da. Ersten Schwung mal vorsichtig. Aber es geht bei dem Rezept sehr flott. Immer schön am Bodenrand entlang und dann hochziehen. Und dann noch den Rest. Und das ist jetzt durch den Kokosjoghurt sehr fruchtig, also sehr frisch mit dem Sauerrahm. Und ihr werdet euch wundern, was wir da für tolle Formen rausstechen können. Die mache ich schon jahrelang, ob es jetzt die Herzen zum Geburtstag oder Hochzeit sind, dann Snoopies zum Kindergeburtstag. Nochmal durchrühren, damit keine Sahneklumpen irgendwo sind. Und schon füllen wir wieder um. Das schneide ich her. Der Schlagkessel fasst 3 Liter, also die gängigste Menge, die man braucht, kriegt sich alles wunderbar rein. Dann gibt es in 3 verschiedene Deckelfarben. Ich habe ihn in einem Blau, dann gibt es ihn in einem schönen Gelb. Wo ich sage, mir war das Gelb oft fast lieber, weil man dann das Mehl und das alles nicht so sieht. Und dann gibt es ihn in unserem Knallgrün. So, wieder verteilen. Gleichmäßig fest werden lassen im Kühlschrank und dann stechen wir die aus. Und die Reste, die da bleiben, ihr werdet euch wundern, wie viel Abnehmer, dass ihr da auf einmal habt, die in der Küche rumkreisen. So, haben wir eine glatte Fläche, damit das nachher dann auch gut ausschaut. Die Masse ist jetzt auch schon gut fest geworden. Man kann es einfach streichen. Aber das halt mal. Ich streiche total gern, weil das immer so schick geht. So, so schaut es aus. Dann machen wir weiter. Wenn es jetzt richtig fest geworden ist, dann zeige ich euch, wie es aussticher geht und dann dekoriere ich euch ein paar kleine Miniformen ganz toll. Bis später. So, der Lamm. Unser Teig von den Miniförmchen ist jetzt durchgekühlt. Das war das Grundrezept vom Biskuit und dann die Joghurtmasse da drauf. Drin haben wir, wie gesagt, jetzt ein bisschen an Kokosjoghurt. Das ist einfach mal ein Beispiel, aber schmeckt natürlich auch total lecker. Ich schneide jetzt mal den Rahmen, wo er noch nicht weg ist, mit dem Spitzbubmesser wieder weg. Drunter haben wir ja den Schnittenhelfer und den Rest einfach rein. Das Werkzeug zum Ausstechen brauchen wir auch noch gleich. Jetzt habe ich natürlich Zeit für den Nachbarraum. Da haben wir ja eine riesen Auswahl. Jetzt ein bisschen scheppern. Dann haben wir die da herrichten. Dann seht ihr die, glaube ich, auch. Da haben wir jetzt mal das Brezelchen,
Dann haben wir Leggi, Herzilein, Tränchen, das ist eine ganz edle Form, finde ich. Dann haben wir unseren Clown, Snoopy, Schnecke, also Biene, Schwammerl, alles, also der ist vielfältig. Unseren Bären, unser Gespenst, so ist ein Gespenst, ich weiß nicht, wenn man es sieht. Wenn man es umdreht, ist eine Tulpe. Hügli ist unser Dreieck. Gerade wenn man viel Nachspeisen macht oder in dem Beruf ist, kann man das ganz gut brauchen. Das ist unser Frosch. Machen wir einen grünen Laubfrosch zum Beispiel draus. Genau, dann haben wir jetzt mal einen Großteil. Zum Ausstechen brauche ich genau zwei Werkzeuge. Das ist mein Spitzbubmesser und der Liftball breit diesmal. Das ist ja auch mein Liftball spitz, wo ich zum Eistreier habe. Und da habe ich jetzt im Endeffekt zweite Schnittenkurhaplatten. Und wenn ich jetzt ein Motiv ausgestochen habe, dann lasse ich es nicht gleich auf die schöne Glasplatten, sondern erst auf mein Liftball breit. Weil auf der Glasplatten muss ich dann sehr viel putzen, wenn es nicht richtig liegt. Und so mit dem Liftball breit kann ich es genau da hinrichten, wo ich es auch wirklich haben will und brauche. Muss ich da ein bisschen Platz machen, damit ihr das besser seht. So, jetzt ein bisschen umziehen da. Genau. Kann man da ein bisschen verrutschen, damit ihr mehr seht. So glaube ich ist besser. Das hier ist nur noch mal Mehltüten von der Lehmmühle bei uns. Brauchen wir ein bisschen mehr Mehl. Jetzt fangen wir an. Fangen wir gleich mal mit dem Herzelein an. Wenn ihr mit dem Herzlein ausstecht, es gibt ja nur so Rezepte, wo ich nur Herzen mache, dann im Endeffekt so wie wenn ich Weihnachtsplatz ausstich. Ich mache eine Reihe nur so und die andere mache ich die Zwischenräume so, dass ich wirklich so platzsparend wie möglich ausstich. Ich stiche jetzt einfach gerade runter, rüttelt ein bisschen den Teig, den überschüssigen, durch weg und dann wie gesagt, lasse ich es nur auf meinen Schnittenhelfer plumpsen. Dann habe ich es hier. Und von da tue ich es genau auf die Platten, auf die Position, wo ich es brauche. Das nächste darf ich jetzt genauso ausstechen. Ein bisschen rütteln. Wenn man jetzt hohe Figuren hat, dann fährt man einfach unten mit dem Messer rundherum rein. Also wenn man jetzt ganz hohe Schnitten hat und dann das gleiche wieder, ein bisschen rütteln und da drauf plumpsen lassen. So, das war schon mal unser Herzchen. Als nächstes können wir jetzt nehmen unser Tränchen. Gerade runterstehen. Der Teig ist jetzt noch nicht ganz so fest, wie wenn er über Nacht fest war, aber er geht gut zum Stecher. Auf den Liftball breit plumpsen lassen. Und dann schön auf die Form drapieren. Ich schaue hier schon, dass ich wenig verschnitt habe. Gehen wir mal da rein. Aber wie gesagt, ich habe bei mir im Umfeld genügend Kandidaten, die gerne den Verschnitt essen. Wieder drauf plumpsen lassen und wieder hier richten. Einwandfrei. Dann nehmen wir als nächstes, was haben wir noch nicht gehabt, unseren Clown. Wenn das ein Schnarchen im Hintergrund hört, das ist unser Hund, der glaube ich hat gerade eine Pause eingelegt. Den drehen wir jetzt mal andersrum, den Clown, einmal so. Der Clown, wie gesagt, ist ein Snoopy, eine Biene oder sonstiges. Ich habe auch Vorlagen dafür, ein bisschen Ideen.
den wir so ein bisschen herschubsen. Dann hat man auch einen kleinen Platz, meine. Wenn ihr jetzt nur Herzen macht und eine Schnitte für euer Rezept, dann, wenn ihr sehr gut seid, dann kriegt ihr bis zu 20, 23 Herzen raus. Dann wir unter uns Beraterinnen oft immer so eine Challenge, wenn wir irgendwo Herzen mitbringen, und die bringen wir oft irgendwo mit, wer am meisten rausbringt. Dann machen wir unseren Bärli oder Tiger. Da gibt es also einen Schwarz-Weiß-Teig, so einen Rührteig, wo man die dann nur aufsticht. Das hat meine Tochter schon oft im Kindergarten mitgekriegt. Einfach ein saftiger Rührteig, den jeder vertragt, jedes Kind. So, machen wir da zwei. Ja, der Teig dürfen schon über Nacht fest werden, aber das macht jetzt nichts. Wie gesagt, vom Werkzeug her, ihr braucht nur ein Spitzbubmesser und den Liftball breit. Dann haben wir den. Dann machen wir mal unser Brezelchen. Zwei Brezelchen ergeben einen Schmetterling. Ihr seht, es geht eigentlich sehr zügig. Und ich finde es besser, wenn man es vorher auf so eine Kocherschaufel gibt. Dann ist man auf der sicheren Seite beim Anrichten. Und wenn ihr zum Beispiel diese Erdbeerherzen macht, wo ich oft mache, wo jetzt Biskuit kommt, dann eine Quarkfüllung, und da sind die Herzen dann schon, sage ich mal, drei Viertel hoch, ein Tortenguss kommt auch noch drauf. Dann mit dem Spitzbubmesser reinlangen und dann geht das auch wunderbar. Da machen wir jetzt schon mal einen Schmetterling. Schauen, was haben wir noch nicht. Unser Hügli. Da kann man mal Tiramisu abstechen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aufblumsen lassen. Und dann tun wir das da her. Dann haben wir das Hügli. Jetzt schauen wir, dass wir nichts vergessen. Einen Frosch brauchen wir noch. Da könnt ihr dann auch mal, wenn ihr einen Frosch macht, so eine Götterspeise machen, so eine grüne. Und dann einen Frosch ausstechen. Kommt bei Kindern immer super an. So, nehmen wir den Frosch mal da her. Dann haben wir noch nicht unser Gespenst, wo gleichzeitig eine Tulpe ist. Unser Hund schnarcht sehr laut, habe ich das gesehen. Einfach nur kurz rütteln. Wir nehmen jetzt den hier. Dann ein kleines Gespenst hier. Und dann noch eine Tulpe. Das sagen wir, wenn der Bär einen bestimmten Beruf hat und ihr bringt was mit, dann kommt sowas auch sehr gut an, weil so ein kleines Dingerl ist jeder leichter, als wie wenn er ein großes Kuchenstück nehmen sollte. Dann greift er eher zu sowas hier. So, dann braucht man noch unser Leggy, unser Viereck. Da kann man auch schön Cremes reinmachen. Und ihr seht auch, hier habe ich nicht einmal so viel für Schnitt. Ihr könnt also Käsekuchen ausstechen, ganz wie ihr wollt. So, das machen wir jetzt da noch nicht. Jetzt machen wir da noch ein Brezelchen rein, wo auch ein Brezelchen ist. So, überschüssiges Wickeln.
da drauf. Und dann bringe ich es genau dahin, wo ich es auch hinhaben will. So, da. Ich verziehe jetzt das noch ganz und dann seht ihr das Endergebnis. Bis dann. So, jetzt seht ihr, was ich auf die Schnelle dekoriert habe. Das war jetzt nicht Wunder wie. Ich hatte jetzt nicht so viele Sachen da im Haus. Aber man kann wirklich aus diesen Miniförmchen ganz viel machen. Ich mache jetzt nochmal eine Nahaufnahme und sage euch, welche Formen das sind. Das ist hier mal das Herzelein. Dann kommt das Tränchen. Dann haben wir hier die zwei Snoopies und die Glühbirne soll das eigentlich sein. Jetzt habe ich eher das Gefühl, das wäre der Totenkopf. Das ist der Clown. Dann das Dreieck. Das Dreieck ist der Hügli. Das haben wir hier auch nochmal. Dann kommt das Gespenst, das aber auch eine Blume sein kann. Dann haben wir den Teddybären, das Brezelchen, das ist natürlich, also zu zweit ist der Schmetterling und der Lohr ist der Brezel. Dann haben wir da den Frosch und das Quadrat ist praktisch der Leggy. Die kosten durchschnittlich 8, 9 oder 9 Euro. Findet es unter Miniformen. Ich kann euch einen Katalog gerne nochmal zuschicken. Und wie gesagt, man kann sie vielfältig einsetzen. Man kann alles ausstechen, ob es jetzt ein Käsekuchen ist, ein herzhafter Rührteig, Brot. Was haben wir noch? Genau, die Schnitten, wie hier gesagt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Das ist nur eine ganz kleine Anregung. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und wenn ihr sowas für eure Kinder macht oder irgendwo in die Gruppen, Kindergarten, Schule, ihr seid auf alle Fälle der Größte. Ciao, pfiat euch, servus.